Die Stuttgarter Fanzone zur Fußball-Europameisterschaft hat für einige Wirte erhebliche finanzielle Einbußen gebracht. Wie die Stuttgarter Zeitung berichtet, hatten 15 Gastronomiebetriebe Verträge mit der Veranstaltungsgesellschaft in Stuttgart abgeschlossen. Sie verpflichteten sich, über 4 Wochen täglich 8 Stunden zu öffnen. Doch viele Gastronomen bereuen jetzt ihre Teilnahme. Ein Wirt erklärte gegenüber der Stuttgarter Zeitung, Zitat, an Spieltagen zahle ich 1.800 Euro an Standgebühren, hinzu kommen Kosten für Personal und Logistik. Bei den Deutschlandspielen belief sich sein Umsatz auf 10.000 bis 12.000 Euro brutto, an anderen Tagen waren es oft nur 400 Euro. Insgesamt habe er bisher einen Verlust von etwa 20.000 Euro gemacht. Rund 80% der Fanzonen-Gastronomen hätten daher die Standgebühr bisher noch nicht überwiesen. Die Wirte fordern eine Reduzierung der Standmiete auf 300 Euro pro Spieltag. Sie begründeten dies unter anderem mit der Konkurrenz durch Fan-Meeting-Points im Stadtgarten und Schlossgarten, die viele potenzielle Kunden abgezogen hätten. Zitat, bei den Infoveranstaltungen hat man uns gesagt, dass pro Spiel mit 25.000 bis 30.000 Zuschauern zu rechnen ist, so die Wirte. Andreas Kroll, Geschäftsführer von In Stuttgart, zeigte Verständnis für die Sorgen der Gastronomen, verwies aber auch auf das unternehmerische Risiko. Er sicherte zu, Gespräche zu führen und nach dem Finale über eine mögliche Anpassung der Pacht zu entscheiden.